Also ich würde sagen, der Unterschied ist enorm. Und das hören wir auch immer wieder von den Bürgern, die hierher kommen und sagen, das Gebäude ist einfach toll. Ja, wir haben eine Kantine, die wird sehr viel besucht von unseren Mitarbeitern auch. Und das Essen ist einfach wunderbar. Ich persönlich gehe auch jeden Tag hin. Also die Sauberkeit ist hier enorm. Da achten wir auch sehr drauf. Und da kann man wirklich nichts dran aussetzen. Ich denke, das sehen auch unsere Bürger, die hier kommen. Die bestätigen uns das immer wieder. Wir haben uns natürlich selber auch Gedanken gemacht, was wir hier genau machen wollten. Also wir haben uns ungefähr ein Jahr Zeit genommen, im Haus selber mit eigenen Mitarbeitern, aber auch mit auswärtigen Gutachtern zu überlegen, wie man dieses Haus wieder in Ordnung bringt, also für die nächsten 30, 40 Jahre zukunftsfähig macht. Und da bietet PPP ein gutes Beispiel, weil man Nachhaltigkeit hier sieht. Wir wollen also dieses Haus jetzt 30 Jahre in dem Zustand erhalten. Und das hätten wir eh nie geschafft, wenn wir es auf die konventionelle Beschaffungsweise gemacht hätten. Und wir mussten das natürlich europaweit ausschreiben. Wir hatten zunächst 21 Interessenten aus ganz Europa, aber im Wesentlichen doch aus Deutschland und Holland, und haben uns dann näher herangearbeitet auf 5 und am Ende letztlich auf 2 Bewerber und haben mit ihnen dann zum Schluss ein Verhandlungsverfahren durchgeführt. Und da hat sich unser Partner durchgesetzt und ich bin zufrieden, seitdem wir diesen Vertrag 2004 ausgehandelt hatten, bis zum heutigen Tag eigentlich. Wir sind sehr zufrieden, insbesondere auch was den Betrieb jetzt angeht, also die Mechanismen des Vertrages wirken. Also wir haben Service Level Degrees vereinbart und wir haben eine Bonus-Malus-Regelung in den Verträgen enthalten und das bestimmt das Geschehen. Und ich will mal so sagen, wenn eine Leistung gut ist, dann wird sie auch besser bezahlt. Wenn die Leistungen eben nicht ganz vertragsgemäß sind, dann wird eben ein Malus umgesetzt und das ist eigentlich sehr gut. Geld regiert die Welt am Ende und wir bezahlen gute Leistung mit gutem Geld. Wir haben zum Beispiel vereinbart, dass bestimmte Betriebsstörungen innerhalb einer bestimmten Zeit beseitigt werden müssen. Also nehmen wir mal an, eine Scheibe im Eingangsbereich ist zersprungen, dann muss sie innerhalb von 2 Tagen wieder in Ordnung gebracht werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird entsprechend ein Malus wirksam. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Da haben wir also sehr gute Erfahrungen in den letzten 3 Jahren mitgesammelt und das funktioniert. Die Idee, das Gebäude zu sanieren und neu zu organisieren, hat nichts originär mit PPP zu tun. Das Gebäude war schlicht baufällig und schlecht nutzbar und hatte erhebliche Mängel bis in den sicherheitstechnischen Bereich hinein. Aber ernsthafte Überlegungen über PPP, das zu realisieren, die datieren zurück auf 2001, 2002. Ich denke, auf den üblichen Kanälen haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, das heißt Seminare in Weimar, Informationsveranstaltungen, wie man sich halt so informiert. Die praktischen Beispiele zu dem Zeitpunkt, jedenfalls in Deutschland, in Großbritannien sah es ein bisschen anders aus, die waren äußerst dünn gesät. Der Vertrag sieht vor, dass wir verschiedene Dienstleistungen anbieten, angefangen von der Reinigung über das Warten und Instandhalten des Gebäudes bis hin zur Pflege der Außenanlage. Das läuft alles sehr, sehr gut, in Abstimmung natürlich mit dem Kreis Unna. Es ist eine sehr, sehr gute Partnerschaft. Wir haben voneinander sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Wir haben gelernt, wie so ein Kreishaus intern funktioniert, wie die Strukturen beim Kreis sind. Und ich glaube, der Kreis hat auch gelernt, wie man zyklusorientiert ein Gebäude plant, baut und später auch betreibt. Es ist eine wirklich gelebte Partnerschaft zwischen beiden, Kreis Unna und Bilfingerberger. Die Bonus-Malus-Regelung ist eine Herausforderung. Sie ist so strukturiert, dass eine sehr gute Leistung auch besser vergütet wird. Eine schlechte Leistung kriegen wir leider auch Abzüge oder vielleicht auch gerechtermaßen Abzüge. Es ist ein Ansporn, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, sie funktioniert sehr, sehr gut, die Bonus-Malus-Regelung. Aber ich denke, über die letzten paar Jahre sind wir gut zusammengewachsen, sodass jeder gut einschätzen kann, was von ihm erwartet wird und was er zu leisten hat.